Hallo und herzlich willkommen bei IDEA TV. Der Verein Iman Daran, auf Deutsch Glaube, ist 2019 gegründet worden, um persisch sprechenden Menschen das Evangelium bekannt zu machen. Laut Vorstandsmitglied Sokol Hoxha liegt der Schwerpunkt der Arbeit darauf, frisch zum Christentum Konvertierte in bestehende Gemeinden zu integrieren. Die Perser, die Iraner, die Afghanen kommen von einer ganz anderen Kultur, sehr beziehungsorientiert, im Gegensatz zu unserer deutschen Kultur, die sehr Programm, Ablauf, Ziel orientiert ist. Und da braucht es ein bisschen Übersetzung. Und da haben wir gesagt, mit Iman Daran können wir diese Brücke schlagen, damit es auch nicht nur iranische Gemeinden entstehen oder nur afghanische Gemeinden, sondern Iraner und Afghanen zusammen mit den Deutschen in eine Gemeinde sein können. Viele Neukonvertiten würden es sprachlich und kulturell nicht schaffen, in einem rein deutschen Gottesdienst dabei zu sein, so Hoxha. Deshalb bietet der Verein Iman Daran zurzeit in 3 Gemeinden wöchentliche Treffen außerhalb der Gottesdienste für Konvertiten an. In den jeweiligen Gruppen würden Fragen auch zum Gottesdienstbesuch beantwortet. 2-sprachige Bibeln auf Deutsch und Persisch würden bereitgestellt, um leichter ins Gespräch zu kommen. In Iran läuft alles online. Und das gibt uns die Möglichkeit, offen und ehrlich zu reden miteinander. Die Kultur ist beziehungsorientiert. Man muss nicht unbedingt präsent sein, aber dadurch, dass wir einander sehen und miteinander reden können, dadurch entsteht diese beziehungsorientierte Arbeit. Wenn Fragen kommen, dann können wir es sofort beantworten, und wenn wir die beantworten können. Wenn nicht, dann sagen wir nächsten Mal. Iman Daran hat noch weitere Projekte im Iran, bei denen sie Bibeln verteilen und Seminare für Konvertiten halten. Es ist so gut wie unmöglich, in Iran öffentlich über den Glauben zu reden. Deswegen müssen Sie einen Urlaub buchen in einem Nachbarland. Gibt es mehrere. Und dort findet dieses Seminar statt, in einem Hotel und weg von Presse, weg von Kameras, ins Geheim. Das waren die IDEA TV-Nachrichten. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Zeit. Tschüss und bis bald.